Guten Tag, es ist Twitter-Programm Wichtige Fragen. Heute in unserem Studio begrüßen wir einen Mann mit großem Herzen und offener Seele. Dieser Mann begegnet einem großen Vertrauen in menschlichen Seelsorgen. Schon 20 Jahre hilft er hier in Transkarpatien, und zwar in Pauschino, allen Menschen geistlich zu entwickeln und nach bestem Wissen und Gewissen zu leben. Grüß Gott, Pater Josef. Wie geht es Ihnen? Was gibt es Neues in Pauschino? Grüß Gott. Ja, mir geht es immer sehr gut. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, Pater Josef, wie geht's, sage ich immer, von allen Menschen auf der Erde geht es mir am besten. Ja, ich bin Priester und mache meine Arbeit jeden Tag wie alle anderen Priester auch, zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Und womit beschäftigen Sie sich jeden Tag? Jeden Tag, gut. Mein Leben, mein Alltag ist Gebet und ist Seelsorge. Und das sind die Gottesdienste, dann sind geistliche Programme, die wir durchführen, die ich durchführe. Hausbesuche ist eines der wichtigsten seelsorglichen Instrumente, die Familien besuchen, Menschen besuchen, damit man Anteil nehmen kann an ihrem Leben. Warum haben Sie entschieden, in die Ukraine, und zwar in Transkarpatien, umziehen? Ja, das ist eine lange Geschichte, da müssen wir eine lange Sendung darüber machen. Aber kurz gesagt, ich wollte ein bisschen meinen Horizont erweitern, vergrößern, und ich hatte die Möglichkeit, für ein Jahr irgendwohin zu gehen. Eigentlich wollte ich nach Kasachstan gehen, aber durch Begegnungen mit anderen Menschen ist dann der Weg nicht nach Kasachstan, sondern in die Ukraine gegangen. Und heute bin ich natürlich sehr froh. Ich bin jetzt 23 Jahre hier, und ich weiß noch gut, als ich dann anfing, es gab noch keinen Bischof hier in Transkarpatien. Unser jetziger lieber Bischof Antal war schon da als Franziskaner. Später ist er dann Bischof geworden. Aber für uns war in Verantwortung der Nunzius, Antonio Franco, damals ein Italiener. Und ich weiß noch gut, als er sagte bei einer Priesterbegegnung: Josef, danke schön, dass du zu uns gekommen bist. Aber was kannst du schon in einem Jahr tun? Du willst nur ein Jahr bleiben, bleib wenigstens 3 Jahre. Dann sagte ich, so weiß ich noch, mal schauen, was der Wille Gottes ist. Und dann sagte er, frag nicht nach dem Willen Gottes, schau die Not der Menschen, dann weißt du, was der Wille Gottes ist. Da habe ich ja gesagt. Und bin geblieben, nicht 3 Jahre, sondern 23 Jahre schon. Und wie war die Reaktion von Pauschino, wenn Sie ihn kennengelernt haben? Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich bin ja der erste Priester, der im Dorf wohnt. Früher kamen die Priester von auswärts, auch die ihre Toten haben die Menschen oft selber beerdigt, früher in der kommunistischen Zeit, weil einfach kein Priester da war. Und auf einmal ist ein Priester da, der im Dorf wohnt, er beerdigt die Menschen, er führt Prozessionen durch. Ich konnte ja als Priester alle Register ziehen, wie bei einer Orgel, alle Register drücken oder ziehen, die man braucht in der Seelsorge. Die Menschen waren dankbar, dankbar, noch einmal dankbar. Eine Frau sagte schon in den ersten Wochen, jetzt weiß ich, dass der liebe Gott uns nicht vergessen hat. Auf welcher Sprache halten Sie Ihre Gottesdienste ab? Ja, am Anfang war natürlich alles noch Deutsch, als noch viele Schwaben, wie man hier sagt, noch da waren. Aber die meisten sind schon ausgewandert. Meine zweite und dritte Pfarrei, Sinjak und Schönmann, ist schon alles ukrainisch. Im ersten Dorf, in Pausching, da ist noch alles zweisprachig in der Liturgie. Ansonsten predige ich ukrainisch und spreche ukrainisch. Und wie ist es leichter? Auf Deutsch oder auf Ukrainisch? Eigene Sprache ist immer eigene Sprache, das ist ganz klar. Aber ich bin zufrieden und es geht. Erzählen Sie ein bisschen bitte über Pfarrerei in Jasinja. In Sinjak, ja. In Sinjak, Entschuldigung. In Sinjak. Sinjak ist ja perspektivisch ein vergessenes Dorf gewesen. Das konnte man auch früher lesen oder auch in manchen Programmen hören. Und als die Russen am Ende des Zweiten Weltkriegs kamen, wurden ja fast alle nach Sibirien verschleppt. Die ersten kamen zurück 1957. 1958 wurde die Kirche abgerissen, weil sie war im Wege, den Kindern in der Schule und so weiter, sondern war keine Kirche mehr in Sinjak bis zu meinem Kommen. Aber viele von den Sinjakern sind dann ins Nachbardorf gegangen, zu Fuß, am Sonntag. Ein großes Zeugnis ihres Glaubens. Ja, und dann kam der Pater Josef und hat dann eine Kirche bauen dürfen. Der damalige Nunzius hat mich darum gebeten, eine Kirche zu bauen. Meine Freundin da schon haben geholfen. Alles aus gespendeten Geldern von vielen kleinen Menschen. Das sind keine öffentlichen Gelder.
oder von Instituten, alles haben die lieben Freunde mitfinanziert. So konnten wir eine schöne Kirche bauen. Auch ein Kirchenrestaurateur in Deutschland hat uns ehrenamtlich mitgeholfen, hat weit über ein Jahr in dieser Kirche gearbeitet, sodass sie heute in ihrem Glanz wirklich erstrahlt und eine schöne Kirche geworden ist. Aber die Geschichte des Dorfes ist eine sehr armselige Geschichte. Und deshalb können wir uns auch vorstellen, was diese Kirche mitbringt. Nicht nur die Kirche aus Stein, sondern Freude und Liebe. Und in der Kirche haben wir oben am Hochaltar eine große goldene Krone hingemacht und aus Gips natürlich und drunter geschrieben in lateinischen Buchstaben, Gott ist Liebe. Dass man immer weiß, Gott hat uns nie vergessen, er ist mit uns, er hat Anteil genommen an dieser schweren Geschichte unseres Dorfes und der Menschen. Aber die Krone ist die Siegeskrone und jeder siegt, der treu bleibt. Und was möchten Sie noch verändern? Verändern? Das ist eine gefährliche Frage, weil man spürt dann schnell auch seine Schwachheit und dass es so leicht nicht geht. Als ich Priester geworden bin, wollte ich die ganze Welt verändern, die ganze Welt zu Gott bekehren. Ich war wirklich fleißig, viel fleißiger wie heute. So, wenn ich das so sagen darf. Mit der Zeit habe ich gelernt, bevor ich die Welt bekehren kann, muss ich mich selber bekehren. Das heißt also, kein Mensch, auch wir Priester nicht, wir sind so, wie wir nur sein müssen. Auch wir müssen diese Bekehrung nach innen auch immer weiter vollziehen und an uns selber arbeiten. Also wenn ich was verändern will, mich selber. Ihrer Meinung nach, warum ist es sehr wichtig, unseren Ursprung im Gedächtnis zu behalten? Unseren Ursprung, ja, unser Ursprung ist in Gott. Wir sind Gotteskinder und wenn wir daran festhalten, dass Gott der Schöpfer allen Lebens ist, der gesamten Welt, des gesamten Kosmos, und dass wir nicht hereinfallen auf so manche neuzeitlichen Ideologien, Evolutionstheorie zum Beispiel und so weiter, kommt man weg von Gott. Aber wenn wir festhalten an unserem wirklichen Ursprung in Gott, ja, dann gibt es nur eines, in der Gemeinschaft mit Gott bleiben und in der Einheit mit Gott sein Glück versuchen und wir werden es erfinden. Was können Sie unseren Zuschauern wünschen? Ich wünsche unseren Zuschauern die Freude in Gott, weil die Freude in Gott ist unsere Kraft. Die Freude an Christus, an dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das wünsche ich den Zuschauern, dass sie Christus als ihren Erlöser entdecken, annehmen, aber auch als den großen Freund ihres Lebens. Vielen Dank für das Interview und für solche schöne Atmosphäre hier. Und vielen Dank, dass Sie unseren Menschen und unseres Land einsegnen. So war mit uns ein Pfarramtsoberer des Dorfs Pauschenow und einfach eine vielseitige Person, Pater Josef Trunk.